Ach ja, das gibt's ja auch noch. Schwer vergessen, ey. Okay, wir hatten jetzt die Rip und den Garlic. Machen wir Garlic. Der hilft uns jetzt natürlich ungemein. Die Bibel. Die Web. Das war für die Axt, ne? Frage ist, wollen wir die Axt dann noch nehmen oder nicht so? Aber hier die Area ist natürlich auch geil, ne? Schön fette Area. Das ist immer so eine Sache, ob man die wirklich haben will, wenn man nicht gerade die Vögel hat oder irgendwas so flächenmäßig. Ja, bleiben wir erstmal bei der Wut. Warum fühlt sich das so komisch an? Ich gerade mit dem Steuerkreuz hier gerade gespielt habe, kurz, ey. Wieso, ey? Fühlt sich voll komisch an. Jetzt spiele ich wieder mit dem Stick. So, da haben wir die Axt. Also noch gehe ich durch wie Butter, wa? Magic Wound. Dann machen wir den Wagen. Ich kann ja irgendwas extra nehmen, ne? Merke ich gerade. Ich kann ja irgendwas für den Wagen nehmen. Soll ich die Area nehmen für den Wagenersatz? Was hältst du davon? Ja, würde ich auch sagen. Oder halt den Duplikator. Ich weiß nicht, ob wir den Ring haben wollen. Obwohl der Duplicator ist natürlich auch geil, ne? Ah, komm. Wir nehmen erstmal noch Area mit. Gucken, was wir noch kriegen. Der Lightning Ring. Würde sich ja dann anbieten, ne? Nehmen wir mal. Vielleicht ist das Spiel ja gnädig und gibt uns jetzt auch gleich den Ring. Weil ich glaube, das Spiel hat schon so eine eingebaute Mechanik, dass es schon versucht, so prozentualmäßig, so von wegen 20%, dir das richtige Item zu geben. Wound Tracer ist natürlich auch geil, ne? Was würdest du machen? Du kennst das jetzt schon eine Weile. Wollen wir auf was anderes sparen oder wollen wir Wound Tracer nehmen? Ich könnte natürlich auch versuchen, Laurel zu holen oder so, um mir nochmal so ein extra Schild zu geben. Ist auch nicht. Ja, wir können ja auch erstmal weiter angucken, was es noch so gibt. Dann nehme ich erstmal hier den Wagen nochmal. Na, hier hätten wir jetzt den Diamant schon gehabt. Naja, naja.
Ja, ach, guck mal, die Waffen kriegt man jetzt auch hier. Kann man ja froh sein, dass man für die Vögel keine extra passive Sache brauche. Cross. Nee, wirklich Cross. Cross ist kacke. Da würde ich eher lieber Firewand nehmen oder sowas. Damage und reicht langsam nicht mehr, wa? Ja, hier hätten wir schon mal den Spinat für den Fire Rod. Nehmen wir. So, warte mal, da haben wir die Bibel, die Whip. Fire Rod. Jetzt brauchen wir noch Duplicator. Das rote Herz für Garlic. Let's go. Na, wird das eine richtig knackige Runde? Bracer. Bracer war Knives. Nee, wir können Knives, danke. Alter, der Wagen, ey. Guck dir mal, wie riesig der ist. Penta? Nee. Warte mal. Den haben wir. Den haben wir. Den haben wir. Ich brauche jetzt immer noch das rote Herz. Bibel mehr, bitte. Danke. Oh, wie fandst du heute Zelda? Zur Abwechslung mal wieder was Gutes, oder wie? Ich finde das immer blöd, dass dann manchmal so man diesen, ja, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, also, aber dieses, ja, du kannst halt nichts machen manchmal, ne, so. Und dann stehst du da rum wieder so eine halbe Stunde und, Seins ist blöd, ne? Song of Mana. Bibel, nice. Brauche ich. Brauche ich. Garlic? Ja, machen wir ruhig Garlic. Firewand, sehr schön. Okay. Alle Angriffssachen sind weg. Was nehmen wir denn noch als Passives? Was nehmen wir denn noch als Passives?
Das ist mit dem, das ist mit dem, das ist mit dem, das ist mit dem. Ach, das rote Herz, ja. Das haben wir ja bisher noch nicht gekriegt. Bibel, wa? Bibel ist immer gut. Keine Meinung zu Zelda, Mädchen? Na, schade. Aber Link to the Past kennst du, oder? Also zumindest auch so von Speedrandale und so. Amor. Ja, die alten Spiele bieten sich jetzt sehr gut an, ne, dafür, für Randomizer. Ich meine, es gibt auch, wie ich gesehen habe, schon sehr viele 3D-Spiele, die auch Randomizer schon anbieten. Ja, zum Beispiel Dark Souls oder so gibt es ja auch schon Randomizer. Doch krass, oder? Enemy-Mizer. Item-Mizer. Ich bräuchte noch mal die Bibel. Die Bibel. Ja, okay. Nehme ich auch. Die Bibel wäre mir zwar lieber gewesen, aber die nehme ich auch. Nein, das falsche Herz. Ich brauche das rote. Das rote brauche ich noch. Aber ich kann ja auch skippen irgendwann, ne? Weil ich auch noch ziemlich gut finde, dass man jetzt so Items skippen kann. Ich glaube, es ist schon eine Weile drin, aber ich war ja noch nie so weit gewesen, dass ich es gehen konnte. Ja, ich muss erstmal die Evolutionssachen lernen. Beziehungsweise leveln. Bei der Garlic. Was anderes kriege ich ja gerade nicht. Garlic. Garlic. Gerade geht's voll, ja, ne? Nee, jetzt ist er voll. Ja,
Lightning Wing. Kriegt das aber auch nicht, ne? Das Herz. Ich krieg das Herz einfach nicht. Dieses Pomarola oder wie das heißt. So, das war jetzt eine Truhe vor 10 Minuten. Die wurde gedroppt vor 10 Minuten. Ich glaube, das ist gespeichert auf den Truhen, wann die gedroppt wurden. Und dann... dementsprechend kriegt man dann eine Evolution oder nicht. Also alles vor 10 Minuten kann ich, glaube ich, einsammeln jetzt. Das war ja vorher nicht so. Aber dadurch, dass ja die ganzen Leute mal angefangen haben, dann die Truhen noch zu sparen, ne, aufzuheben, hat sich der Entwickler gedacht, ne, so war das aber nicht gedacht. Jeha! Drei Stück. Nice. Bam. Mehr Area und eine Bibel. Dann gehe ich schon mal langsam rüber so zum Empty Tome, oder? In der Hoffnung, ja, in der Hoffnung, dass jetzt langsam mal das Pomarola Herz kommt da. Lightning Ring. Huch, da war ja jemand. Wie weit sind wir denn? Garlic ist voll. Die Truhe ist nach 10 Minuten gedroppt worden. Ja, komm. Gönn ich mir mal, wa? Achso, Garlic ist voll. Wir haben aber nicht das rote Herz. Oh mein Gott. Mein Mädchen. Pass doch mal ein bisschen auf deinen Streamer auf. Der macht gerade nur Blödsinn. Zelda ist schuld. Alter. Unholy Whisper. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder leveln, ne? Oh, die Whip. Whip. Der Ring ist dann auch schon fertig. Cool. Das
Spellbinder. Dann bleiben die Wagen auch, glaube ich, länger, ne? Der Freund, also beziehungsweise der Ehemann von Ella, hat sich gestern 3 Spiele geholt. Bei Mediamarkt. Ich glaube, das Angebot gibt es heute immer noch. Von wegen 3 Spiele für 2. Also er hat 3 Spiele bestellt und muss nur die 2 teuersten von den 3 sozusagen bezahlen. Hat er sich jetzt Demon's Souls geholt. Elden Ring und Horizon Forbidden West. Und hat für die 3 Spiele jetzt 120 Euro bezahlt. Anstatt, er hat irgendwie, glaube ich, 55 Euro, so hat er gespart. Juhu! Nochmal eine schöne Dreiertruhe. Let's go! So, gib mir jetzt bitte das und das und das und das und das. Ah ja, gehen ja nur 3. Gut. Gut. Thunderloop. Ich brauche immer noch das rote Herz, Leute. Ich brauche immer noch das rote Herz. Na endlich, da ist es, Leute, da ist es. Ey, ich hab's hier gefunden. Nice. So, das nehmen wir natürlich mit. Die Frage ist, wollen wir da auch nochmal rübergehen? Dann sparen wir uns ein Level, wa? Ja, okay, komm, lass mal machen. Sparen wir uns ein Level. Whip oder? Nochmal mal Whip. Ist auch noch ein Life Leech, ne? Life Leech ist immer ganz gut. Damage. Für 2 ginge man. Voll geil. Cooldown Reduction. Die Whip. Let's go. Die Medusa versucht es aber wirklich, ne? Die wir unbedingt kuscheln. Die wir unbedingt kuscheln. Die Whip. Jetzt können wir jetzt Garlic evolutionieren, die Whip evolutionieren. Jetzt hast du fast geschafft. Was kriegen wir denn? Egal was. Ist beides gut. Ist beides gut. Das macht nämlich jetzt extra Schaden. Dadurch, dass ich ja diese komische Tarotkarte habe oder was das ist. Die ist ja dafür verantwortlich, dass jedes Mal, wenn ich HP kriege, die Gegner um mich herum noch mehr extra Schaden bekommen. Wie schnell ich bin, wa? Firewall. Ich werde mich dann wahrscheinlich so hier so hinstellen. Dann kann der Wagen. Aber noch einmal ein bisschen. Hier war da irgendwo noch dieser Saugedings.
war denn der? Der Orb war doch hier irgendwo. Da ist er. Firewand. Firewand. Und dann der Empty Turm. Dann kommt schneller. Firewand. Spellbinder. Empty Turm. Empty Turm. Spinat. Spinat. Firewand. Können wir schon was upgraden? Die Whip können wir schon upgraden. Dann machen wir das doch. So Leute, noch 41 Level. Dann war den Charakter auch fertig. Der Wagen ist aber auch nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Gell? Den finde ich nicht so cool irgendwie. Auch wenn er so groß ist, ne? Aber na, was wäre denn die Evolution davon? Eine Dampflok? Hat er immer so mal die Dampflokomotive Thomas heißt die, glaube ich, ne? Einmal komplett durch, oder was? Oder diese komischen Reinigungsroboter, weißt du, die dann so diese Curlings so. Boing, 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 boing. Haben wir nicht auch schon so eine Waffe, die das macht? Der Wound Tracer macht das, ne? Und die Cherry Bombs machen das auch. So, dann gehen wir mal einsammeln. Firewand, Firewand, Spellbinder, Max HP, ja, Max HP ist immer gut. Max HP, auf jeden Fall, kann ich immer gebrauchen. Das geht immer, ne? Gerade aus dem Bildschirm rausgekickt, die alte. Die war dann auf immer weg. Der Boss war dann irgendwann weg. Kam dann auch nicht mehr wieder. Hellfire. Noch schaffe 35 Level brauche ich noch.
Weggepeitscht, ey. Nur noch Zaster. Sind das? Oh, Beute 56. Level, oh, das sind 9 Minuten. Nicht mal. 8 nur noch. Eigentlich schon irgendwelche News wieder, so spieletechnisch. Ist ja mal da irgendwas Neues gehört. Ich habe mir diesen komischen Resident Evil Film immer noch nicht angeguckt. Oder? Der kam mir gerade erst wieder so in den Sinn, habe überhaupt nicht mehr drüber nachgedacht. Mir gerade erst eben wieder so eingefallen, warte mal, gab es da nicht irgendwie so ein Resident Evil Film dieses Jahr, letztes Jahr, irgendwie so. Nichts Neues. Na gut, fahren wir mal ein paar Minuten. Stehen bis 26, 27?
Dracula! Dracula, geh weg! Ist alles? Da lagen nur zwei Level rum? Okay, da lagen doch ein paar mehr rum. Ich bin nur auf die falsche Seite gegangen, so wie es aussieht. Elf Level noch, na die schaffen wir, ha? Wenn jetzt sich irgendein Bossgegner mich reinspawnt, sollten wir das glaube ich schaffen. Ja, 7 noch. Alter, wie die Rolle durchgedrückt wurden aus der Sehne. Feuer reingedrückt. Und der Killcount geht immer höher und höher und höher. Das ist gut. Dass er so gut nach oben geht. Dann werde ich dann meine 7 Level gleich kriegen, oder? Dreimal Money! Da muss denn hier der rote Kristall. Da ist ein roter Kristall. Das war's. Da ist noch einer. Das war der richtige. Level 99 und tot. Würde aber auch passen, ne? Ausgerechnet dann, dass ich dann sterbe. Wir haben es geschafft, Leute, wir haben es geschafft. Egal, ob wir die 30 Minuten schaffen oder nicht. Wir haben zumindest Bianca auf Level 100 gebracht. Und damit haben wir das schon mal erreicht. Money, money, money. Haben wir denn nur die Bosse hier, oder was?
jetzt noch mal ein Freshed Orb hier. Komm, nehmen wir noch mal so ein Orb. Mal die Rüstung an, weißt du? Können wir voll durchbuttern, ey. Da ist der Orb. Habe ich einen Revive? Nein, habe ich nicht. Eine Reroll haben wir freigeschaltet. So, was war denn hier unser Main Damage? Hellfire hat mit einer DPS von 6,5. Schon schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht.